Morgens kurz vor 6 in Rostock-Warnemünde. Ein Montag. Die Mecklenburg-Vorpommern läuft ein, pünktlich nach Fahrplan. 8 Uhr Brücke, 4 Uhr vorne Brücke. Die 8 Uhr Brücke ist klar. 18 klar. Im Seehafen warten schon die Trucker auf ihre Überfahrt von Rostock nach Trelleborg. Der Check-in öffnet jeden Moment. Der Lokführer der Hafenbahn hat seinen Zug zusammengestellt und wartet mit 23 Waggons. Die Wasserschutzpolizei geht noch mal die Ladeliste der Fähre durch für die Kontrollen kurz nach dem Anlegen. Zum Frühstück für die Trucker gibt es nicht nur Brot und Marmelade. Und 72 Kabinen sind heute gebucht. Die müssen gleich fertig sein. 75. Ladeoffizier und Kapitän sind noch ganz entspannt. Erstmal das übliche Wendemanöver und dann rückwärts an den Anleger. Es ist umgeschaltet. Es ist umgeschaltet. Passt auf das Kommando achten. Das Kommando ist achtet. Von jetzt an passiert alles achtern. Das komplette Schiffskommando wird von der vorderen auf die hintere Brücke, die achtere Brücke, umgeschaltet. Die Mecklenburg-Vorpommern ist mit knapp 200 Metern Länge die größte Kombifähre unter deutscher Flagge. Jeden Tag pendelt sie auf der 165 Kilometer langen Strecke zwischen Rostock und Trelleborg. Von der achteren Brücke aus wird der Ladeoffizier den gesamten Vorgang des Be- und Entladens der Fähre organisieren. Denn von hier aus hat er den besten Überblick. Die ganze Nacht über sind Lkw vor allem aus Ost-, Mittel- und Südeuropa eingetroffen. Und alle Fahrer müssen erst einmal ins Fährcenter. Geht ja in 2 Minuten los. Tür geht auf, Lkw-Fahrer kommt rein, muss zuerst ein Check-in-Data ausfüllen, der da drüben liegt. Da muss er seine Daten angeben, Lkw-Nummern, Ladung, Name. Das wird dann bei uns im System erfasst. Ticket kommt raus, Lkw-Fahrer fährt los. Die meisten Trucker sind schon angemeldet, weil sie regelmäßig auf der Strecke nach Skandinavien unterwegs sind. Eine Kabine und eine Mahlzeit sind im Ticket inklusive. Sie sagen uns grob, was Sie geladen haben. Also Sammelgut, wenn es verschiedene Sachen sind, Elektronik, Textilien, was auch immer, Kilogramm, das müssen wir alles ins System bringen, damit das Schiff weiß, wie viel Tonnage Sie an Bord haben. Die Fähre kommt nach 6 Stunden Fahrt etwas früher als geplant. Das Eisenbahndeck steht schon offen, damit das Entladen gleich zügig losgehen kann. Sobald die Festmacher am Kai ihren Job getan haben, kann der Ladeoffizier oben auf der hinteren Brücke offiziell Meldung machen. Frachtservice für die Mekom, schönen guten Morgen. Frachtservice, schönen Morgen. Ja, 10 nach fest. 13 nach die ganze Zeit. Alles klar, dankeschön. Das Schiff hat um 6.13 Uhr festgemacht. Das geben wir auf dem Computer dann so ein. Vielen Dank. Damit die, also das ist auch für die Behörden und für die Berechnung der Kosten für die Liegezeit wichtig. Ne, weil jede Minute, die das Schiff hier an der Kaikante liegt, dafür bezahlen wir Geld. Pro Minute zahlt die Reederei 100 Euro. Berechnet nach der Größe des Schiffes, der Ladung und der Anzahl der Passagiere. Ladeoffizier Chris Erbacher darf sich jetzt nicht aus dem Konzept bringen lassen. Und die Lüfter aus. Ich höre im Prinzip 3 Funkgeräte parallel ab. Steffen für die achtere Brücke, das ist Hafen- und Verkehrsfunk. Und dann habe ich hier nochmal einen schiffsinternen Funk. Telefon, tragbares Telefon und Festtelefon. Also es ist manchmal ein bisschen viele Informationen, die aber man gewöhnt sich daran eigentlich. Man entwickelt irgendwann ein Ohr, wann es für einen selber ist und wann jemand anders gemeint ist damit. Steffen, der Kapitän sagt, du sollst bitte einmal auf die vordere Brücke kommen. Komm mal hoch. Es ist 6.15 Uhr. Von jetzt an läuft die Uhr. Draußen auf der Vorstaufläche warten 70 Lkw auf ihren Trip nach Schweden. In den kommenden 90 Minuten muss die Fähre komplett ent- und beladen werden. Sie ist voll angekommen und wird noch voller zurückfahren.
Immerhin sind keine Waggons auf dem Eisenbahndeck, nur Lkw. Die kommen schneller runter. Und das Lkw-Deck ein Stockwerk höher hat zwei Rampen, eine an der Seite und eine hinten. Da könnte das Ganze in 15 Minuten erledigt sein. Was dann aber doch Zeit kostet, sind die Trailer, Lkw-Anhänger, die ohne Zugmaschinen auf dem Ladedeck abgestellt sind. Die werden abgeholt von sogenannten Tugmastern, spezielle Zugmaschinen, die von einer privaten Stauereifirma im Seehafen geschickt werden. Die Fahrsessel in den Tugmastern sind drehbar und ermöglichen den Stauern gute Übersicht beim Vorwärts- und Rückwärtsrangieren. Um 6.25 Uhr ist das Lkw-Deck schon fast leer. Die Mecklenburg-Vorpommern verfügt über drei Ladedecks. Das untere Eisenbahndeck könnte einen 1 Kilometer langen Zug aufnehmen. Das Lkw-Deck ein Stockwerk darüber fasst bis zu 60 Lkw. Noch ein Deck höher können 100 Pkw stehen. Gestaut wird überall, wo Platz ist. Die wollten Deck 3 schon entladen und jetzt werden die hier rückwärts reingesetzt. Kann man ein anderes Bild machen, dann sieht man das vielleicht etwas besser. Sehen Sie im Prinzip, das ist die achtere Ladeluke. Die fahren hier rein und fahren rückwärts dann in die sogenannte Tasche. Achter Brücke. Beladen wird von unten nach oben. Zuerst das Eisenbahndeck. Weil heute nicht so viele Waggons dabei sind, können auch Trailer drauf. Deck 3, Deck 4. Moin. Ja, das ist auf jeden Fall so, dass wir natürlich mehr Ladung mitnehmen können, wenn wir die Zugmaschinen nicht dazwischen haben. Das ist natürlich auch für die Versender günstiger. Die werden hierher gefahren und werden drüben wieder von schwedischen Tugmastern abgeholt. Und wenn dort den Hafen so hingestellt wie dort, dann kommen die Lkw-Fahrer dort an und verteilen die dann auf Skandinavien weiter. Es ist 6.30 Uhr. Jetzt beginnt der eigentliche Job des Ladeoffiziers. Er hat nur noch 75 Minuten Zeit, das Schiff zu beladen. 25 dieser Anhänger müssen an Bord gezogen werden. Die Fahrer der Tugmaster nennen sich Stauer, weil sie eigentlich den schwierigsten Job beim Stauen übernehmen. Das passgerechte Abstellen der dreiachsigen Sattelauflieger. Das genaue Einparken läuft über Sichtkontakt zum Einweiser und in Hörweite seiner Trillerpfeife. Das Ablegen auf dem Bock kostet Zeit. Und natürlich auch das Abkabeln vom Hänger. Jede Zugmaschine ist elektrisch verbunden mit dem Brems- und Lichtsystem des Trailers. Bei der täglichen Tugmaster-Rallye auf Eisenbahn und Lkw-Deck geht es schnell, hektisch und deshalb gefährlich zu. Jeder Sattelauflieger wird nochmal gesichert durch Bremsklötze und Spanngurte. Das Beladen und Löschen einer Fähre war vor 90 Jahren noch übersichtlich. Die dänische Kombifähre Danmark, ein klassisches Dampfschiff, fuhr seit 1922 auf der Strecke Gedser-Warnemünde bis in die 60er Jahre. Mit ihren 100 Metern Schiffslänge war sie gerade mal halb so groß wie die heutige Mecklenburg-Vorpommern und war kaum langsamer als die heutigen Fähren auf dieser Strecke. Die Anlegestelle in Warnemünde gab es noch bis 1995. 20 Güterwaggons passen drauf und knapp 70 Pkw und über 1000 Passagiere. Die Danmark war die erste Fähre, auf der nicht nur Eisenbahnen und Personen befördert wurden, sondern auch Autos. Alle Lkw, die runterkommen von der Fähre, haben nicht unbedingt gleich freie Fahrt. Wasserschutz, Polizei und Zoll warten gern mal am Ausgang. Außer den deklarierten Gefahrgütern kontrollieren sie alles, was irgendwie verdächtig ist. Und bei 20% der Stichproben gibt es leider etwas auszusetzen. Good evening. Do you speak English, German? No good.
A little bit. You can, please, let me see the document from the truck, from the trailer. Der serbische Trucker hat laut seiner Frachtpapiere nicht viel geladen. Aber das, was er hat, ist schwer und kann leicht verrutschen. Da werden die Polizisten misstrauisch. Sie achten hier weniger auf den Inhalt als auf die Verpackung und die Sicherung der Ladung. Ja, müssen wir gucken. Wir checken die Bells bevor. Wir haben festgestellt, dass von den verwendeten Gurten hier zur Ladungssicherung, das sind also Stahlplatten, die er hier transportiert, das sieht man wunderbar, vier Gurte nicht den Vorschriften entsprechen und ableitungsfähigreif sind. Sodass wir jetzt hier einen Ladungssicherungsverstoß haben, den wir ahnden werden, wo er dann auch eine Sicherheitsleistung hinterlegen muss. Und er muss die Ladung dann mit neuen Gurten vernünftig sichern, bis wir das okay geben, dass die Ladung für den Straßenverkehr sicher ist. Es ist 6.35 Uhr. In der Küche des Fährschiffes herrscht Hochbetrieb. Das Frühstück ist deftig. Trucker, die ganze Nacht durchgefahren sind, bevorzugen Buletten, Schnitzel und Pommes. Um danach dann schlafen zu gehen in der Kabine. Kurz vor dem Anlegen in Trelleborg gibt es dann nochmal richtig Mittagessen. Wir machen drei Fahrten am Tag. Wir machen nicht jede Fahrt das Gleiche, weil teilweise bei den Fahrten auch der Trucker zweimal ist. Auf einer Reise. Das heißt, er kriegt sein Mittag oder sein Abendbrot. Und wenn er sein Mittag kriegt, kriegt er sein Abendbrot auch an Bord. Das heißt, er kriegt dann Mittag und Abend zwei verschiedene Sachen. Weil die Mecklenburg-Vorpommern nun mal einer schwedischen Reederei gehört, ist der Speiseplan eher nordisch geprägt. Wir kriegen einmal die Woche kriegen wir Proviant. Wir haben eine Schiffssaison oben in Schweden. Wir machen am Sonntag die komplette Bestellung für eine Woche. Da heute fast nur Lkw-Fahrer gebucht sind, lassen sich die Mengen gut planen. Denn jeder Trucker hat von seiner Spedition einen Gutschein bekommen und wird auch bald an der Theke stehen. Es ist 6.45 Uhr. Nach den Trailern sind die Lkw für das Eisenbahndeck dran. Der Einweiser geht nach Reihenfolge der Ankunft, aber auch nach Größe und Gewicht vor. Je nachdem, was die Kollegen auf den Ladedecks ihm vorgeben. Das Eisenbahndeck muss etwa zur Hälfte gefüllt werden, bevor die Bahn kommt. Anders als bei den Pkw müssen die Lkw ihre Tickets noch mal vorzeigen, bevor es aufs Schiff geht. Denn es gibt noch andere Fähren, die zu dieser Zeit nach Skandinavien fahren. Und sollte der Trucker auf dem falschen Schiff gelandet sein, was vorkommt, dann muss er wieder runter. Das ist umständlich und führt schnell zu Verspätung. Schon das Einparken der Lkw auf dem Eisenbahndeck ist kompliziert. Sie werden am Rand abgestellt, weil die Waggons in die Mitte kommen. Anders als im Lkw-Deck einen Stock höher gibt es hier nur einen Ein- und Ausgang. Also müssen die Trucks wieder in Ausfahrtrichtung platziert werden. Das gelingt bei einem Lkw dieser Länge nicht immer in einem Rutsch. Solche Rangiermanöver kosten Zeit. Die Vorgabe des Ladeoffiziers: so eng parken, dass keiner mehr durchpasst. Es ist 6.50 Uhr. Wenn die Lkw-Fahrer an Bord kommen, sollten die Kabinen eigentlich bezugsfertig sein. Das gelingt aber nicht immer. Die Stewards rechnen heute mit gut 70 Fahrern. Solange nicht mehr als 100 gebucht haben, bekommt jeder eine Einzelkabine. In der Saison aber, wenn die Urlauber bei den Nachtfahrten dazukommen, müssen sich die Trucker auch mal eine Kabine teilen. Wir sind so 3 bis 4 Leute und wir fangen morgens um 5 an. Also Staubwischen, die Toiletten vernünftig reinigen und das Bett beziehen. Und das muss ja natürlich so schnell wie möglich passieren. Dass wir dann bis zum Ablegen sollten wir fertig sein, weil ja die neuen Gäste schon wieder drauf sind. Dafür haben sie morgens gut 2 Stunden Zeit. Diese Prozedur läuft 3-mal am Tag.
Wir sind eine ganze Woche auf dem Schiff. Also wir steigen auf Donnerstags und fahren dann bis nächste Woche Donnerstag. Um 7.15 Uhr müssen sie spätestens fertig sein. Denn dann kommen die Trucker vom Frühstück zurück und wollen ins frisch gemachte Bett. Es ist 6.55 Uhr. Auf dem Eisenbahndeck wird es jetzt ernst. Die Gleisabdeckung vor der Ladeluke wird entfernt. Der Zug kann kommen. Damit es gleich nicht ganz so laut knirscht, wird jedes Mal geschmiert. Der Ladeoffizier gibt grünes Licht für die Einfahrt des Zuges. Der ist heute 500 Meter lang. Der Lokführer achtet auf die Ampelanlage und ist über Funk mit dem Rangierer verbunden. Der Rangierer stellt die Weichen für die Einfahrt. Von den 6 Gleisen an Bord braucht er heute nur 4. Jeder Waggon bringt mal ebenso 100 Tonnen an Bord. Mal mehr, mal weniger. Das Gewicht muss gut verteilt werden, damit das Schiff nicht in Schieflage gerät. Deshalb gibt es einen Ladeplan. 23 Waggons, jeder gut 20 Meter lang. Autos, Haushaltsgeräte, Spanplatten, Fracht vor allem aus Süd- und Osteuropa. Der Offizier oben guckt auf die Stabilität des Schiffes, guckt auf den Stauplan, den die Bahn geschickt hat, der abgestimmt wurde. Jetzt wird Gleis 3 beladen. Das ist das erste in der Reihenfolge. 1, 2, 3, 4, 5 Waggons. Abkoppeln, wieder rausfahren. Dann wird die Weiche umgestellt auf das Gleis 4. Da wird das Gleis 4 grün gegeben. Da wird dann weitergeladen. Und auch das dauert seine Zeit. Immer wieder Waggons reinschieben, abstellen, rausziehen. Ein akustischer Sensor in der Nähe der Bordwand zeigt dem Lokführer an, wie nah er dem Prellbock kommen kann. Alles andere läuft im Funkkontakt mit dem Rangierer an Deck. Jetzt ist auch der Ladeoffizier oben gefragt. Er muss das Schiff zusätzlich stabil halten. Das Schiff ist ja ein schwimmender Körper. Das heißt, packen wir auf irgendeine Seite ein Gewicht, geht es auf der anderen Seite hoch und auf der einen Seite taucht es ein. Und damit wir das ausgleichen können, haben wir verschiedene Möglichkeiten. Einmal eben die Trim-Ausgleichsanlage. Das heißt, da sind immer 2 Tankpaare. Wir haben davon 4 Stück. Immer Steuerbord und Backbord im Schiff angebracht. Und da wird das Wasser intern im Schiff umgepumpt, von einer auf die andere Seite. Um eine seitliche Schieflage auszugleichen, gibt es 8 Krängungstanks, die paarweise verbunden sind. Gefüllt mit 780 Tonnen Seewasser. So viel passt in ein kleines Schwimmbad. Je nachdem, auf welcher Seite sich nun mehr Ladung auf den Decks befindet, wird das Wasser auf die jeweils andere Seite umgepumpt. Dann haben wir noch ein anderes System, das ist hier das Trim-System. Da haben wir nur ein Tankpaar, was wir tatsächlich auf die Backbord- oder die Steuerbordseite Wasser einzeln pumpen können. Alle anderen Tanks sind immer komplett miteinander über eine Rohrleitung verbunden, auf Steuerbord- und Backbordseite. Dafür aber im Prinzip von vorne nach Achter nicht. Das heißt, da können wir im Prinzip die Längsausrichtung steuern. Um eine Schieflage des Schiffes in der Länge zu verhindern, gibt es vorne und hinten Trimtanks. Die werden jeweils von außen mit Meerwasser gefüllt. Das Hauptgewicht der Bahn, die ja immerhin 1100 Tonnen hat, wird in den vorderen Bereich verlagert. Und so fange ich schon an, im Prinzip mit dem Wasser vorzuarbeiten. Das heißt, bevor die Bahn kommt, pumpe ich im Prinzip schon vorne Wasser raus und pumpe hinten was rein, damit das Schiff ein bisschen in eine Gattlage, nennen wir das, also im Prinzip 8 dann ein bisschen tiefer kommt. Wenn die Bahn dann reinfährt, gleicht sich das wieder aus. Mit der Vorbereitung seiner Gattlage für die schwere Bahn darf es der Ladeoffizier aber nicht übertreiben. Sonst wird es gefährlich bei der Einfahrt. Das ist genau der Übergang Schiff-Land. Wenn das Schiff über ungefähr 5 Grad krängen würde, könnte die Brücke das nicht mehr ausgleichen und würde sich dann automatisch anheben. In einer Art Notschaltung. Ja, dann geht sie hoch. Im schlimmsten Fall ist der Zug entgleist. Thank you.
Der Lokführer muss auf alles vorbereitet sein. Wenn das Boot auf einmal Halt gibt, dann einmal das Nebelhorn. Wenn das Boot mit dem Trim nicht hinterherkommt, dann muss er natürlich sofort anhalten. Sonst kann es passieren, dass das Boot dann sonst leicht ins Schwanken kommt. Die letzte Einfahrt für die Lok. Erst wenn der letzte Waggon drauf ist, kann der Ladeoffizier das Schiff genau ausrichten. Kann natürlich sein, wenn ich zu viel Bahn habe und ich habe zu viel LKWs und habe das Wasser nicht rechtzeitig ausgepumpt. Das dauert natürlich. Das ist ja nicht so, dass ich einfach hier ein kleines Ventil aufdrehe und dann schießt das da raus. Da geht schon ein bisschen gut was weg mit den Pumpen. Aber das sind ja hier im Prinzip, wir reden ja hier im Bereich von 500 bis 3000, knapp 3000 Tonnen, die ich da im Wasser nehmen kann. Das ist schon eine ganze Menge und das dauert natürlich, bis das überarbeitet ist. Und das muss ich natürlich in dieser Beladungszeit auch gleichzeitig schaffen. Es ist 7.10 Uhr. Knapp eine Stunde nach dem Anlegen ist das Eisenbahndeck fast voll. Insgesamt passen etwa 50 Waggons auf die Mecklenburg-Vorpommern, die zweitgrößte Eisenbahnfähre der Welt. Zu DDR-Zeiten fuhren die großen Eisenbahnfähren von Rügen nach Trelleborg auf der sogenannten Königslinie. Wichtigste Fährverbindung zwischen Skandinavien und Mitteleuropa. Vier Fähren sind zuverlässige Brücken des Meeres. Eine von ihnen, die Sassnitz. Pro Jahr fährt allein sie viermal um die Erde. 2,5 Fahrten macht von Land zu Land die Sassnitz in 24 Stunden. Die Sassnitz fuhr hier von 1959 bis 1986. Damals wurden über diesen Fährweg täglich bis zu 4 Reisezüge der Deutschen Reichsbahn verschifft. Transit von Malmö nach Berlin, Wien und an die Adria. Vorwiegend benutzt von Skandinaviern, Westberlinern und Diplomaten. Das brachte ordentlich Devisen in die DDR-Staatskasse. Über 100 Jahre lang war die traditionsreiche Königslinie zwischen Sassnitz und Trelleborg die wichtigste Bahnverbindung zwischen Deutschland und Schweden. Vor 2 Jahren wurde die Eisenbahnfährverbindung aber weitgehend eingestellt, wegen ausbleibender Buchungen. Eine gute halbe Stunde vor Abfahrt öffnet das Restaurant. Noch sind nur die Lkw-Fahrer vom Eisenbahndeck an Bord. Die meisten warten immer noch an Land. Trucker-Frühstück. 12 Paletten Fleisch, Kartoffeln, Nudeln, Reis, Gemüse, Obst und Eier kommen pro Woche aufs Schiff. In der Urlaubszeit ist es das Doppelte. Der Grund, warum es hier oben noch nicht brechend voll ist, 8 Gefahrguttransporter halten unten den Verkehr auf. Es ist 7.15 Uhr. Bevor er das Gros der Lkw an Bord winken darf, muss er den Lastern den Vortritt lassen, die Gefahrgüter transportieren. Benzin, Öl, Sauerstoff oder Säure. Alles, was entzündlich, ätzend oder giftig ist. Erkennbar sind diese Transporte an der orangenen Warntafel. Je nachdem, ob Explosivstoffe geladen sind oder Heizöl, schickt der Einweiser die Trucks an ganz verschiedene Orte des Schiffes. Alles wird genau notiert und mit dem Ladeoffizier oben abgesprochen. Ich kriege ja im Vorhinein eine Information über Gefahrgüter. Gibt es verschiedene, ja, wie sagt man, eine Strategie, wie man vorgeht, wie man im Prinzip eine Beladungsplanung macht, indem man sich die einzelnen Gefahrgüter anschaut, die Klassen miteinander vergleicht etc. Wo darf ich was stauen? Wie weit muss ich diese Gefahrgüter auseinanderhalten? Sprich, ich möchte nichts leicht Entzündliches neben etwas Selbstentzündlichen lagern. Das möchte ich natürlich vermeiden. Deshalb schickt er diesen Gefahrgutlaster über die innere Rampe hoch auf das Pkw-Deck. Denn wenn es schon mal brennt an Bord, dann sollte sich das Feuer nicht so schnell ausbreiten können. Solche Katastrophen geschehen selten. Aber sie lassen sich nie vollständig ausschließen. Gut 5 Jahre ist es her, da hat es auch an Bord der Mecklenburg-Vorpommern gebrannt. Kurz vor dem Anlegen in Rostock brach gegen 20.30 Uhr auf dem obersten Ladedeck ein Feuer aus. Ein Trailer beladen mit Pkw stand in Flammen. Brandursache war wohl eine defekte Batterie und ein ölgetränkter Lappen in der Nähe. Spontane Selbstentzündung.
Die Schiffsbesatzung bekämpfte den Brand so gut es ging. Aber erst am Anleger konnten die städtischen Feuerwehren eingreifen und nach 2 Stunden den Brand löschen. Von der Besatzung und den Passagieren kam niemand zu Schaden. Es ist 7.25 Uhr. Die 8 Gefahrguttransporter stehen sicher. Jetzt können alle anderen Fahrzeuge an Bord. Der erste Offizier kontrolliert zum Schluss noch einmal den Zustand der beladenen Decks und gibt Meldung an den Ladeoffizier auf der Brücke. Das ist ja das Schlimmste, was uns eigentlich passieren kann, dass wir Platz verschenken und ich sag mal Fracht oder eben LKWs nicht mitnehmen können, obwohl, wenn wir das von Anfang an richtig gemacht hätten, das möglich gewesen wäre. Da gibt es dann auch Ärger, sag ich mal. Da wird der Ladeoffizier sauer. Deshalb also lieber eng als bequem parken. So, dass ich nicht mehr dazwischen durchlaufen kann. Also wenn ich unten im Wagendeck die LKWs aneinander hintereinander wegfahren lasse und ich laufe meine Sicherheitsrunde nach dem Auslaufen, da muss ich mir schon manchmal eine Lücke suchen, wo ich nochmal durch kann. Wagendeck, so. Ah, Daniel, ich habe hier nochmal 2 19er mit 3 Meter Breite jeweils. Kann ich dir die rückwärts runterschicken? Das sieht immer total einfach aus, aber es ist am Ende das Gefährlichere, was hier noch passieren kann. Es passiert immer wieder, dass es dadurch zu leichten Unfällen kommt. Aber wenn alle die richtigen Sicherheitsregeln einhalten, kann da eigentlich nichts passieren. Es ist 7.35 Uhr. 10 Minuten vor Abfahrt kommt noch ein unangemeldeter Sondertransport. 2 überbreite Hänger mit Baubaracken. Am Ende ganz schön viel Ladung für eine Montagfrühfähre. Aber es geht auch noch voller. Klassiker ist eine Dienstagabendabfahrt, freitagsabends, mittwochabends. Da ist es so voll, dass mit Warteliste gestaut wird. Das heißt, im allerschlimmsten Fall kann es passieren, dass auch jemand von der Warteliste nicht mehr mitfahren kann. Der muss dann auf die nächste Fähre warten. Tiefgang 95. Achtere Brücke, Garage. Genau. Ja, das Schiff ist besetzt. Wir können dann los. Es ist 7.45 Uhr. Abfahrt pünktlich nach Plan. Der Ladeoffizier und sein Team haben in den vergangenen 90 Minuten mal wieder einen guten Job gemacht. Kontrollieren Sie alles, was irgendwie verdächtig ist. Und bei 20% der Stichproben gibt es leider etwas auszusetzen. Good evening. Do you speak English, German? A little bit. A little bit. You scan. Please, let me see the documents from the truck, from the trailer. Der serbische Trucker hat laut seiner Frachtpapiere nicht viel geladen. Aber das, was er hat, ist schwer und kann leicht verrutschen. Da werden die Polizisten misstrauisch. Sie achten hier weniger auf den Inhalt als auf die Verpackung und die Sicherung der Ladung. Ja, müssen wir gucken. We will check the belts before. Wir haben festgestellt, dass von den verwendeten Gurten hier zur Ladungssicherung, das sind also Stahlplatten, die er hier transportiert, das sieht man wunderbar, 4 Gurte nicht den Vorschriften entsprechen und ableitend pflegereif sind. Sodass wir jetzt hier einen Ladungssicherungsverstoß haben, den wir ahnden werden, wo er dann auch eine Sicherheitsleistung hinterlegen muss. Und er muss die Ladung dann mit 9 Gurten vernünftig sichern, bis wir das okay geben, dass die Ladung für den Straßenverkehr sicher ist. Es ist 6.35 Uhr. In der Küche des Fährschiffes herrscht Hochbetrieb. Das Frühstück ist deftig. Trucker, die die ganze Nacht durchgefahren sind, bevorzugen Buletten, Schnitzel und Pommes. Um danach dann schlafen zu gehen in der Kabine. Kurz vor dem Anlegen in Trelleborg gibt es dann nochmal richtig Mittagessen.
machen drei Fahrten am Tag. Wir machen nicht jede Fahrt das gleiche, weil teilweise bei den Fahrten auch der Tracker zweimal ist auf einer Reise. Das heißt einmal, er kriegt sein Mittag oder sein Abendbrot. Und wenn er sein Mittag kriegt, kriegt er sein Abendbrot auch an Bord. Das heißt, er kriegt dann Mittag und abends zwei verschiedene Sachen. Weil die Mecklenburg-Vorpommern nun mal einer schwedischen Reederei gehört, ist der Speiseplan eher nordisch geprägt. Wir kriegen einmal die Woche kriegen wir Proviant. Wir haben eine Schiffssaison oben in Schweden. Wir machen am Sonntag die komplette Bestellung für eine Woche. Da heute fast nur Lkw-Fahrer gebucht sind, lassen sich die Mengen gut planen. Denn jeder Trucker hat von seiner Spedition. Morgens kurz vor 6 in Rostock-Warnemünde. Ein Montag. Die Mecklenburg-Vorpommern läuft ein, pünktlich nach Fahrplan. Achterbrücke, vier Vorderbrücke. Die Achterbrücke ist klar. 18 klar. Aber dann wir mal langsam los. Im Seehafen warten schon die Trucker auf ihre Überfahrt von Rostock nach Trelleborg. Der Check-in öffnet jeden Moment. Der Lokführer der Hafenbahn hat seinen Zug zusammengestellt und wartet mit 23 Waggons. Die Wasserschutzpolizei geht noch mal die Ladeliste der Fähre durch für die Kontrollen kurz nach dem Anlegen. Zum Frühstück für die Trucker gibt es nicht nur Brot und Marmelade. Und 72 Kabinen sind heute gebucht. Die müssen gleich fertig sein. 75. Ladeoffizier und Kapitän sind noch ganz entspannt. Erstmal das übliche Wendemanöver und dann rückwärts an den Anleger. Es ist umgeschaltet. Es ist umgeschaltet. Passt auf das Kommando achtet. Das Kommando ist achtet. Von jetzt an passiert alles Achtern. Das komplette Schiffskommando wird von der vorderen auf die hintere Brücke, die achtere Brücke, umgeschaltet. Die Mecklenburg-Vorpommern ist mit knapp 200 Metern Länge die größte Kombifähre unter deutscher Flagge. Jeden Tag pendelt sie auf der 165 Kilometer langen Strecke zwischen Rostock und Trelleborg. Von der achteren Brücke aus wird der Ladeoffizier den gesamten Vorgang des Be- und Entladens der Fähre organisieren. Denn von hier aus hat er den besten Überblick. Die ganze Nacht über sind Lkw vor allem aus Ost-, Mittel- und Südeuropa eingetroffen. Und alle Fahrten auf der Vorstaufläche warten 70 Lkw auf ihren Trip nach Schweden. In den kommenden 90 Minuten muss die Fähre komplett ent- und beladen werden. Sie ist voll angekommen und wird noch voller zurückfahren. Immerhin sind keine Waggons auf dem Eisenbahndeck, nur Lkw. Die kommen schneller runter. Und das Lkw-Deck, ein Stockwerk höher, hat zwei Rampen, eine an der Seite und eine hinten. Da könnte das Ganze in 15 Minuten erledigt sein. Was dann aber doch Zeit kostet, sind die Trailer, Lkw-Anhänger, die ohne Zugmaschinen auf dem Ladedeck abgestellt sind. Die werden abgeholt von sogenannten Tugmastern, spezielle Zugmaschinen, die von einer privaten Stauereifirma im Seehafen geschickt werden. Die Fahrsessel in den Tugmastern sind drehbar und ermöglichen den Stauern gute Übersicht beim Vorwärts- und Rückwärtsrangieren. Um 6.25 Uhr ist das Lkw-Deck schon fast leer. Die Mecklenburg-Vorpommern verfügt über drei Ladedecks. Das untere Eisenbahndeck könnte einen 1 Kilometer langen Zug aufnehmen. Das Lkw-Deck, ein Stockwerk darüber, fasst bis zu 60 Lkw. Noch ein Deck höher können 100 Pkw stehen. Gestaut wird überall, wo Platz ist. Wir wollten Deck 3 schon entladen und jetzt werden die hier rückwärts reingesetzt. Kann man ein anderes Bild machen, dann sieht man das gleich etwas besser.
sehen im Prinzip, das ist die achtere Ladeluke. Die fahren hier rein und fahren rückwärts dann in die sogenannte Tasche. Achter Brücke. Beladen wird von unten nach oben. Zuerst das Eisenbahndeck. Weil heute nicht so viele Waggons dabei sind, können auch Trailer drauf. Deck 3, Deck 4. Moin. Ja, das ist auf jeden Fall so, dass wir natürlich mehr Ladung mitnehmen können, wenn wir die Zugmaschinen nicht dazwischen haben. Das ist natürlich auch für die Versender günstiger. Die werden hierher gefahren, werden drüben wieder von schwedischen Tagmastern abgeholt. Und werden dort in den Hafen so hingestellt wie dort, dann kommen die Lkw-Fahrer dort an und verteilen die dann auf Skandinavien weiter. Fahrer müssen erst einmal ins Fair Center. Geht ja in 2 Minuten los. Tür geht auf, Lkw-Fahrer kommt rein, muss zuerst ein Check-in-Data ausfüllen, der da drüben liegt. Da muss er seine Daten angeben, Lkw-Nummern, Ladung, Name. Das wird dann bei uns im System erfasst. Ticket kommt raus, Lkw-Fahrer fährt los. Die meisten Trucker sind schon angemeldet, weil sie regelmäßig auf der Strecke nach Skandinavien unterwegs sind. Eine Kabine und eine Mahlzeit sind im Ticket inklusive. Sie sagen uns grob, was Sie geladen haben. Also Sammelgut, wenn es verschiedene Sachen sind, Elektronik, Textilien, was auch immer, Kilogramm, das müssen wir alles ins System bringen, damit das Schiff weiß, wie viel Tonnage Sie an Bord haben. Die Fähre kommt nach 6 Stunden Fahrt etwas früher als geplant. Das Eisenbahndeck steht schon offen, damit das Entladen gleich zügig losgehen kann. Sobald die Festmacher am Kai ihren Job getan haben, kann der Ladeoffizier oben auf der hinteren Brücke offiziell Meldung machen. Frachtservice für die MacCom, schönen guten Morgen. Frachtservice, schönen Morgen. Ja, 10 nach fest. 13 nach die ganze Zeit. Alles klar, dankeschön. Das Schiff hat um 6.13 Uhr festgemacht. Das geben wir auf dem Computer dann so ein. Vielen Dank, danke. Damit die, also das ist auch für die Behörden und für die Berechnung der Kosten für die Liegezeit wichtig. Ne, weil jede Minute, die das Schiff hier an der Kaikante liegt, dafür bezahlen wir Geld. Pro Minute zahlt die Reederei 100 Euro. Berechnet nach der Größe des Schiffes, der Ladung und der Anzahl der Passagiere. Ladeoffizier Chris Erbacher darf sich jetzt nicht aus dem Konzept bringen lassen. Oh, und die Lüfter aus. Ich höre im Prinzip 3 Funkgeräte parallel ab. Steffen für die achte Brücke, das ist Hafen- und Verkehrsfunk. Und dann habe ich hier nochmal einen schiffsinternen Funk. Telefon, tragbares Telefon und Festtelefon. Also es ist manchmal ein bisschen viele Informationen, die aber man gewöhnt sich daran eigentlich. Man entwickelt irgendwann ein Ohr, wann es für einen selber ist und wann jemand anders gemeint ist damit. Steffen, der Kapitän sagt, du sollst bitte einmal auf die vordere Brücke kommen. Es ist 6.15 Uhr. Von jetzt an läuft die Uhr. Es ist 6.30 Uhr. Jetzt beginnt der eigentliche Job des Ladeoffiziers. Er hat nur noch 75 Minuten Zeit, das Schiff zu beladen. 25 dieser Anhänger müssen an Bord gezogen werden. Die Fahrer der Tugmaster nennen sich Stauer, weil sie eigentlich den schwierigsten Job beim Stauen übernehmen. Das passgerechte Abstellen der dreiachsigen Sattelauflieger. Das genaue Einparken läuft über Sichtkontakt zum Einweiser und in Hörweite seiner Trillerpfeife. Das Ablegen auf dem Bock kostet Zeit. Und natürlich auch das Abkabeln vom Hänger. Jede Zugmaschine ist elektrisch verbunden mit dem Brems- und Lichtsystem des Trailers. Bei der täglichen Tugmaster-Rallye auf Eisenbahn und Lkw-Deck geht es schnell, hektisch und deshalb gefährlich zu. Jeder Sattelauflieger wird nochmal gesichert durch Bremsklötze und Spanngurte. Das Beladen und Löschen einer Fähre war vor 90 Jahren noch übersichtlich. Die dänische Kombifähre Danmark, ein klassisches Dampfschiff, fuhr seit 1922 auf der Strecke Gedser-Warnemünde bis in die 60er Jahre.
Mit ihren 100 Metern Schiffslänge war sie gerade mal halb so groß wie die heutige Mecklenburg-Vorpommern und war kaum langsamer als die heutigen Fähren auf dieser Strecke. Die Anlegestelle in Warnemünde gab es noch bis 1995. 20 Güterwaggons passen drauf und knapp 70 Pkw und über 1000 Passagiere. Die Danmark war die erste Fähre, auf der nicht nur Eisenbahnen und Personen befördert wurden, sondern auch Autos. Alle Lkw, die runterkommen von der Fähre, haben nicht unbedingt gleich freie Fahrt. Wasserschutz, Polizei und Zoll warten gern mal am Ausgang. Außer den deklarierten Gefahrgütern